Looten und Leveln, das muss drin sein in einem Spiel. Jetzt hier Kingdom Under Fire 2. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session Kingdom Under Fire 2. Wir hatten ja schon eine erste recht erfolgreiche Session gehabt. Mhm. Wir haben viel von dem Spiel gesehen. Wir haben verschiedene Klassen gesehen, ein bisschen gesehen, wie es bei mir aussieht, ein bisschen bei dir aussieht mit den Klassen. Die Echtzeitstrategie-Komponente, was gab es da noch? Die Musu-Elemente, also die Massenschlachten. Ja. Und wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, die Leute sind ein bisschen Crystal-abhängig. Ja, die sind wirklich sehr gierig auf Crystal Stones. Und die besorgen wir uns jetzt auch, weil wir haben zwar gerade eine Minenladung Crystal Stones vertilgt, aber man braucht immer mehr. Ja. Dann springen wir auch direkt wieder rein, würde ich sagen. Ich würde einfach direkt fortsetzen. Genau. Öffne noch mal das, was du verpasst hast. Genau, schöne Loot, den ich habe liegen lassen, hier einsammeln. Gibt es hier sonst noch was? Nee, also Mission abschließen. Top. Genau, wir hoffen, dass jetzt gleich kommt noch ein ganz cooler Part, aber dass danach wir auch zumindest einmal uns treffen können, weil das haben wir selber in dem Spiel noch nicht gemacht. Nee. Und das ist ja schon irgendwie auch das Coole in so einem MMO, sich mal zu treffen. Ja, das finde ich auch mal ganz schön. So, hier bin ich jetzt raus, ne? Da gehe ich jetzt auch weg und gebe hier die fertige Quest ab. Guck mal, mittlerweile, was ist denn drum los? Achso, das war... Ich kann sagen, der Himmel hat sich ganz schön schnell gedreht. Ja, das war aber Wetterwechsel. Ich dachte, das wäre also über uns wäre so ein Wolkenstrudel oder was Magisches. Ah ja, er will mehr. Oh, es geht los. Was passiert? Oh, hier sind sie doch, die Crystal Stones. Wagenladung. Ach, die wurden uns einfach nochmal gezeigt, weil sie so schön sind. Ach, hier sind wir jetzt wieder bei dem Schiff, okay. Mhm. Take care. Nun gut. Welcome, Captain. Ich muss wieder da hin. Brauchst nicht aufs Pferd. Für die kurze Strecke. Das Pferd dauert ja auch ein bisschen zu casten. Was ich ein bisschen vermisse, ist halt eine Sprungtaste. Ja, das habe ich auch sofort vermisst, weil ich liebe es, auf diesen Strecken beim Laufen in MMOs die ganze Zeit zu springen. Es ist egal, in welchem Spiel, wo du hinrennst, will ich einfach nur auch ein bisschen springen können, weil ich immer das Gefühl habe, ich komme schnell voran. Ja, genau. Oder man hat halt ein bisschen was zu tun beim Laufen noch. Ja. Siehst du ja auch an allen anderen, jeder springt ja durch jeder die Welt. Jeder springt durch die Gegend, ja. Das ist auch gut, wenn wir eine Quest annehmen und er sagt, I was just joking. Nein, du musst diese Aufgabe nicht machen. Ein Joke, mach mir nichts. Ach da. Da gibt's schon diesen Pfeil und ich verlaufe mich trotzdem. So. Level up. Ich bin Level 10, was Level bist du nicht? Immer jetzt gleich. 7, 8 sein. Naja, jetzt kommen alle aufs Schiff. Das wie eine Arche aussieht. Das hat dich niemand geschubst. Wie kann das passieren? Weil die sind alle so langsam unterwegs. Niemand eilt. Gut. Wäre aber geil, wenn ich jetzt auch stolpern würde. Das Solidarität zum Kind. Ich weiß jetzt, er sieht aus wie Krieg aus Darksiders. Habe ich eben auch schon gedacht, aber mit der Kapuze und so. Mhm. Aber die Hörner sind halt, oder sind seine Ohren? Nee, ich konnte Hörner auswählen. Okay. Ich habe die größten genommen. Okay. Ich wollte gleich sagen hier, wer der Chef ist. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Zelda. So, also in Breath of the Wild gibt es doch diese krassen Elefanten und die anderen Titanen. Die Mechs. Die Mechs, genau. Sind ja eigentlich Mechs, ne? Ja, eigentlich schon, stimmt. Alles mechanische Titan, Geräte. Ja, die durch irgendwie Zauberkraft aktiviert werden. Das finde ich auch immer ein sehr nettes Element, so mechanische Sachen in Fantasy-Welten, die dann durch Magie bewegt werden. Was eigentlich Quatsch ist, weil sie durch ihre Mechanik funktionieren würden. Ja. Hat halt nur keiner den Knopf umgelegt, um die zu starten. Es ist die Energie, den Knopf angezogen, die benutzt wird, die Magie ist. Ja, stimmt, genau. Er ist ja kein Perpetuum mobile, es braucht schon noch Magie. Okay, jetzt fliegen wir hier offensichtlich. Jetzt fliegen wir. Das ist ja cool. Die sind gerade nicht vertont, interessant. Mhm. Können wir nicht. Die labern noch. Ja, jetzt kannst du die einzelnen Attacken benutzen, um auf die Feinde zu ballern. Ach, okay.
Ist halt so ein bisschen wie das Gunship aus Call of Duty. Mhm, stimmt. Es hat schon seinen festen Pfad, also ich werde es nicht selber steuern. Genau, du kannst nur die Attacken aussuchen und auf die Gegner prasseln lassen. Und hier mit der letzten Attacke speed ich irgendwie so ab. Mhm. Was irgendwie Quatsch ist, weil dann kann ich ja weniger kämpfen. Es wird auch nicht wirklich gesagt, was du machen musst. Da steht nur entkommt. Deswegen ergibt es schon Sinn, dass du ein bisschen Turbo machen kannst. Okay, stimmt. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, als würden die mich groß angreifen da unten. Die fliegen doch da gemütlich rum. Ja. Nicht, dass ich jetzt gerade eine Drachenfamilie zerstöre, einfach nur. Weil ich, ja, jetzt auch lassen. Da unten ist so ein, den gab es auch schon im Tutorial, so ein Goliath-ähnliches Riesenvieh. Nee, also ein fast, also ein Cthulhu-Mund hat der, finde ich. Ein bisschen tentakelmäßig. Tentakelig, ja. Aber die Drachen eskortieren mich schön. Die kann ich auch nicht angreifen. Die fliegen einfach nur ein bisschen da rum. Greif nur die Goblins an. Und diese großen, die großen Viecher da. Ja. Oh, der ist auch schon dead. Ja. Da hätte ich gar nicht mehr nochmal draufballern müssen. Also, das Spiel ist noch nicht perfekt. Also, es ist noch ein bisschen weit entfernt davon, dass es... Ja, gerade vor allem, wir entkommen und haben ein Flugschiff. Warum fliegen wir nicht Luftlinie straight irgendwie weg, sondern biegen an einem Berg so leicht ab? Das, Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Vertonung einfach so sein soll, vorhanden ist oder dass einfach vergessen wurde. Bug, so dass einfach mal ein bisschen Dialog fehlt. Ja. Also es sind noch einige Fehler in dem Spiel. Also ja, ich würde sagen, es ist spielbar, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, Alter, ist Gamebreaker, kann ich nicht machen. Ja, aber es ist ja auch kein Early Access Game mehr. Also du hast schon ein volles Spiel, was funktioniert und so, genau. Ja, aber deswegen kann man dann auch erwarten, dass einige Sachen... Eigentlich schon, aber ich sag mal, welches Spiel kommt heute schon mit dem Release irgendwie wirklich perfekt polished raus? Ganz selten, aber das wird dann mittlerweile auch in der Presse sehr hervorgehoben. Ah, tatsächlich glaube ich nur Indie-Spiele, oder? Ja, eigentlich schon. So größere, aufwendigere. Größere Spiele kannst du vergessen, ey. Da kriegst du einen 40 GB Day One Patch. Ja, wirklich. Das ist der gute Standard geworden. Schlimm, ne? Das ist schlimm. Eigentlich schlimm, ja. Aber es zeigt aber auch ein bisschen, glaube ich, dass Spielentwicklung auch einfach immer komplexer geworden ist. Mhm. Also gerade diese ganzen großen Open-World-Spiele haben ja immer viel mit sowas zu kämpfen. Klar. Und wenn man sich da anguckt, auf was die da auch alles achten müssen beim Playtesten, du musst ja. Wenn du ein Spiel mit verschiedenen Wegen hast, musst du ja alle Wege in der verschiedenen Reihenfolge theoretisch mal durchspielen, um zu gucken, ob vielleicht nur der Weg in der Reihenfolge einen Bug triggert. Also da habe ich oft auch Nachsicht. Blöd ist halt wirklich, wenn es so Game-Breaking-Bugs sind, die dir die Spielerfahrung auch komplett vermiesen. Mhm. Aber die gab es zum Glück noch nicht. Ja, was ich hier zum Beispiel auch noch vom Bug hatte, war im Inventar, dass einiges noch auf Koreanisch stand. Ja. Das sind so Lokalisierungsdinger, die da übersieht man halt vielleicht mal was. Ja. So, jetzt sind wir entkommen offensichtlich mit unserem Schiff. Kannst du ungefähr abschätzen, wie lange ich jetzt in dein Gebiet brauche, wenn ich dieses... Weil das Schiff war doch so das letzte, glaube ich. Genau, das ist das letzte. Ich glaube, das... Oh, es geht ja noch weiter. Geht noch weiter, okay. Ich glaube, das ist eine halbe Stunde. Halbe Stunde plus. Meinst du, so lange noch? Ja. Ich kann ja mal gucken, ob wir dann in dem Gebiet uns schon sehen können. Weil theoretisch müsstest du in meiner Nähe sein. Also auch ohne Gruppe meinst du schon überhaupt, dass wir in der gleichen Welt sind, weil wir sind ja beide auf dem EU-Server, ne? Ja, wir sind auf dem EU-Server, aber jetzt im Spiel dann im gleichen Gebiet. Jetzt wieder Ton. Und cool. Wieder nicht. Achso, es ist einfach nur das Schiff, was du angewählt hast, das dann... Achso. Sagt waiting. Waiting for orders. Jetzt kriegst du aber hier einiges ab. Also ich kann ja, ich vergesse mal abzuhauen, also mich ein bisschen anzuspeeden. Aber ey, das kann ich hier doch gar nicht verlieren. Oh, guck dir, Schild. Okay. Also, nee, es ist Absicht. Geht in den Cutscene. Ja, es ist Absicht. Plötzlich ist Nacht. Schiff einigermaßen demoliert. Cutscene ist schöner als das Spiel. Ja, das stimmt. Ebenfalls. Ja. Es sieht schon cool aus. Aber es aber trotzdem sind keine Videos, es sind live-gerenderte Cutscene. Live-gerenderte. Das ist zum Beispiel ein cooler Shot. Ja. Aber trotzdem... Also haben wir die tollen God Rays von der Unreal Engine 4. Ja. Charakter kam mir so bekannt vor, so. Ja, ne? Ein Schauspieler.
Aber beim Gesicht habe ich gerade genau das gleiche gedacht. Irgendwo erkennst du diese Fresse. Oh, das sieht gefährlich aus. Warm, Junge! Schöne Landschaft. Hm. Hier fehlt jetzt auch noch so ein bisschen Soundeffekt. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ja, wir können ja nach der Cutscene dann einfach die anderen Cutscenes überspringen und gucken, ach so, ob wir ja, weiter stimmt. vorankommen. Jetzt, oder? Ja, jetzt. Also es sind alle evakuiert worden, alles ist gut. Genau, aber jetzt, wir wollen jetzt ja möglichst schnell zueinander finden. Ja. How's everything? Komm auf der Map, wo du bist. Yes, Captain. Schick mal kurz eine Einladung. Glory to Persia. Glory to Persia. You came. Wie schnell das geht. Das geht wirklich instant. Ja. Keep up the good work. Ich erledige ganz kurz hier meine ersten Quests noch, damit wir gleich ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Well done. Good day. Ja, ich spreche hier irgendwie random. Hey, welcome. Laters. Okay, bis dann. Hello. Goodbye. Okay, jetzt habe ich 3 Fetch Quests. Ja, aber kannst. Wir sind in der Gruppe. Jetzt gucke ich doch mal auf die Map. Ach, du bist da oben. Und du bist da unten? Ich bin da unten. Und wie bist du da hingekommen? Indem ich die Fetch-Quest erledigt habe. Aber das ging recht schnell, dann kommt man direkt nach da unten, oder was? Hoffe ich doch. Okay, dann mache ich die doch mal ganz, ganz flux. Okay, und ich versuche mal einen Weg zu finden, ob ich vielleicht zu dir kommen kann. Das ist Tor. Gut. Gucken wir doch mal. Teleporter, aber das ist ein Portal? Ah, no. Also Glenn ist hier. Hey, Glenn ist doch auch bei mir. Wie macht er das, dieser Glenn? So, und die letzte. Kann man nur dieses eine Ding hier looten? Okay, wo bin ich hier gelandet? Jetzt bist du ganz woanders. Ich bin jetzt ganz woanders. Oh shit. Good. Aber hier gibt's zum Glück ein Portal, womit ich wieder zurück kann. Ich finde das Quest erledigt Sounddesign gut. Dieses. Oh. Ja, ist sehr befriedigend. Sehr belohnt, ja. Ja. Ah, ich kann hier nur zurück, wenn ich die Quest erledigt habe. Ihr wollt mich doch reinlegen, oder? Nein. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, ich kann mein Gebiet jetzt verlassen, oder? Bewegung zu. Okay. Ja, Ausgang aus dem namenlosen Wald, das klingt doch super. Da hätte ich auch hinreiten können. Naja. You're doing well. Good. Okay, wir können ja mal kurz bei mir rauf. Genau, springen wir mal zu dir. Dann. Komm erst mal an! Eine richtig große Stadt jetzt mehr. Oh, das sieht wirklich beeindruckend aus. Das ist schick aus. Und komm, da ist ein My Little Pony! Ein Einhorn! Ja, und hier ist auch die Musik schon ein bisschen anders. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Also wirkt schon sehr, sehr groß. Aber. Wie gesagt, immer noch nicht zeitgemäß bei der Grafik. Mhm. Ah, das ist so eine zeitgemäße Grafik. Genau, so Grafik, stellenweise zeitgemäß. Ja. Was mich am meisten da stört, sind doch nicht mal irgendwie die Texturen, sondern das fehlende Anti-Aliasing. Die Kanten einfach schon sehr krass flimmern und wir haben alles hochgestellt. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Das Anti-Aliasing ist wirklich, das wäre echt notwendig. Aber ansonsten kann sich sehen lassen. Also das Design der Welt und so, das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Hier hast du endlich auch verschiedene Schmiede. Du hast einen Friseur, wie ich hier sehe. Also hier ist alles möglich. Guck mal, wie viele Leute hier auf einmal sind.
Damn, boy. Friseur? Kannst du deine Frisur changen? Ich geh mal hier hin. Aus dem Verwalter. Ah, da sehen wir so. Oh, das finde ich ja ganz gut, wenn man nach der Charaktererstellung nochmal was ändern kann. Ja. Weil manchmal ist man auch ungeduldig und macht vielleicht irgendwie Mist oder ist nicht zufrieden. Verschiedene Regler, also man kann viel machen. Also nur am Gesicht. Ich kann die Größe meines Charakters nicht ändern. Mhm. Stimmt, nur am Gesicht. Oder die Körperstatur, das geht gar nicht. Aber ansonsten, Frisuren gibt es viele, Haarfarben gibt es viele, wenn ihr seht. Ja. Ganz nett. Kann ich auch eine andere Frisur nehmen. Ja, aber bleib ich jetzt dabei. Goodbye. Raus. Goodbye. Boah, ich will mal gucken. Wie komme ich zu dir? Wie komme ich zu dir? Feldblutsee. Erforderliche Stufe 12. Heldenfähigkeit erlernen. Habe ich ja schon. Der ist schick. Aber ich versuche mal hier jetzt die Quest anzunehmen, damit ich zurückreisen kann, wo ich vorhin war. Oh, guck mal, da hat aber jemand ein sehr cooles Mount. Dieses kristallleuchtende Pferd da. Das hier? Ja. Alter. Und das, boah, das besteht aus Wasser. Das besteht aus Wasser, da hat jemand Frozen geguckt. Not bad. Ja. Jetzt Stachel-Iris zum Abbrechen. Ist schick. Nicht schlecht. Well, logistics are military's life. I'm on watch duty. All's well. Goodbye. Goodbye. Good luck. Have a good day. I've been waiting. Ist Jade nicht eher ein Frauenname? Ich hab den auch schon mal in einem Männerkontext gehört, aber da habe ich mich genau das gleiche gefragt. Okay. Aber wenn du schon eine männliche Version von Jade gehört hast, dann kann ich mich natürlich auch irren. Ja, aber es klingt ein bisschen weiblich, da bin ich ganz bei dir. Ah, okay. Oh, schick. Ganz andere Lichtstimmung und so. Ja, ja, nicht schlecht. Ich habe noch keinen Innenraum bisher gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber guck mal. Oh, das ist eine kleine Show. Schau ins Mal. Gucken wir mal zu dem, gehen wir mal zu dem Guitar Hero Typ. Alter, wie groß sind hier bitte die Hühner? Oder wie klein bist du? Ah, das ist eine gute Frage. Spielt er hier mit dieser. Nein, ich wollte nicht auf die. Ich wollte mir die Laut. Ich. Guck mal, ich will mir die Laute anschauen und. Upsi. Ist der Typ auch überproportional groß? Ja, ne, der wirkt überproportional über. Also der wirkt einfach mal 3 Meter groß. Also ich hab hier schon eine Amazonin, die 2 Meter groß ist, aber er wirkt halt einfach mal 3 Meter groß. Das ist ja auch eine Fantasy-Welt, wer weiß, wie groß die Leute gut da sind. Riese. Ist cool. Nice to see you. Der Typ teleportiert sich aber auch. I look forward to seeing you again. Goodbye. I look forward to seeing you again. Schwein ist hier so groß, wie es sein soll, aber ey, die Gans oder das Hähnchen oder was auch immer das sein soll. Damn, boy! Na, mal gucken, wie lange das Fräulein diese Position beibehalten kann. Ja, hat nicht sehr lange. Facepalm. Sie stand die ganze Zeit so. Und ich dachte, na, mal gucken, wie lange sie so stehen kann. Und direkt Facepalm. Facepalm. Zurück. Fetchen. Okay, ich muss noch eben 4 kleinere Fetch-Quests machen, aber ich glaube, dann könnte ich auch in Richtung dieser Stadt hoffentlich mal. Hoffentlich. Ist mittlerweile schon Level 8. Ja. So langsam. Ganz halt Dialoge und so weiter, das geht recht fix. Mhm. Leveln durch Dialoge. Ah, Kommunikation ist wichtig. Das stimmt. Social Skills plus 10. Yes. Wenn du jetzt Fallout-Spieler spielst, skillst du dann auch eher so.
Unterhaltung, genau. Und Dialoge. Die totale Laberbacke in Spiel wie Fallout. Ich versuche es halt auch, weil ich versuche dadurch dann andere Möglichkeitsoptionen freizuschalten, weil ich möchte nicht immer alles durch How to Klump oder Klau Sachen, sondern ich möchte halt auch durch Diplomatie Quests schaffen. Genau, und ich finde es halt gerade bei solchen Rollenspielen spannend, dann zu sehen, okay, diese Charakteroptionen sind jetzt dazugekommen und die sind ja meistens auch bei guten Rollenspielen dann auch sinnvoll. Also du merkst richtig, da hat er sich aber was Schlaues einfallen lassen, um den jetzt zu überzeugen. Mhm. Das ist ganz cool. Dialoge und Charisma. Was schnetzelst du gerade? Hier, wie heißen die? Ist ein bisschen klein von hier. Könnt ihr mal raufgehen bei Valentin? Was ist denn? So. Affen, Löwen, Menschen. Ja, ich kann es auch nicht genau beschreiben. Aber, die beiden habe ich jetzt nur noch angegriffen. Jetzt habe ich das auch, dass man schneller Aggro bekommt. Deswegen bin ich hier noch im Fight, weil eigentlich habe ich die Fetch-Quest mit denen schon erledigt. Loot. So, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Da hinten sind so Sachen, die ich einsammeln muss. Oh, da sind noch mal andere Spieler, die hier gerade kämpfen. Ja, ganz cool. So, das war einmal auch ganz praktisch, weil jetzt musste ich nicht gegen die kämpfen. Nee, Moment, oder sind das NPCs? Es sind NPCs. Ich versuche jetzt mal wieder dort zu reisen, zurückzureisen, wo ich vorhin war. Das kostet 2000 Gold, hinzuporten. Wie viel Gold hast du mittlerweile? 13.000. Und jetzt davon 2.000 ausgeben? Ist too buku. Ich reite schnell dorthin. Das klingt echt ganz schön teuer im Verhältnis. Ja. Man muss wahrscheinlich noch die Sachen einsammeln. Das sind die Trümmerteile des Schiffs. Okay. Die du einsammelst. Man versucht das Beste noch draus zu machen. Das Kampfsystem bei dir aber gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, auf jeden Fall auch Bock schon. Es ist halt ein bisschen träger, aber sieht aber trotzdem sehr cool aus, weil du sehr mehrere Gegner treffen kannst. Ich kann da immer noch zurückreisen. Auch nicht Pferd einfach losreiten? Nee. Schade. Aber sagt er dir irgendwie oben was? Ja, ich muss die Quest erledigen. Ja, ist halt immer, man weiß ja nie, wie lang dann so eine Quest ist. Das ist es. Das ist es. Ganz schlimm sind so zeitbasierte Escort-Quests, wo du aber nicht genau weißt, wie lange jetzt diese Escort-Mission noch dauert. Du willst aber eigentlich längst ins Bett, hast die aber noch angefangen und fragst die ganze Zeit, ja, nette Quest, aber wann ist die vorbei? Ja. So, ich renne jetzt mal von dem weg, weil ich habe... denn dieser, oder wie heißt der Dude hier? Ach, das ist der, den ich kenne. Jade, bla bla bla, Belohnung, weiterplan, bla bla, mehr bla bla. Habe ich jetzt alle fünf? Ja. Okay, jetzt muss ich noch den Dampfturm reparieren. Achso, nicht, musst du noch einen Trümmerteil suchen. Was ist bei dir eigentlich so in einem MMORPG eigentlich wichtig? Also, was muss es haben, damit es nicht lange an der Stange hält? Da fragst du mich was. Eigentlich eine Welt, die es mir Spaß macht zu erkunden. Mhm. Also, so dass ich zum Beispiel irgendwie schon ein bisschen Teaser darauf bekommen, man kommt noch in dieses coole Gebiet oder sowas, da will ich unbedingt bald mal hin, was mich schon mal motiviert, dann halt weiter zu leveln. Mhm. Natürlich sowieso auch Fähigkeiten, wo ich irgendwann weiß, das macht es mir irgendwann einfacher oder ich kriege einen coolen AOE oder solche Geschichten. Mhm. Ansonsten natürlich, dass das Gruppenzusammenspiel irgendwie Sinn macht und also, dass man wirklich das Gefühl hat, ich muss gerade mit meinen Freunden spielen oder mir Leute halt suchen. Mhm. Sobald du ein MMO fast schon komplett alleine alles machen kannst,
brauchst kein MMO sein. Also ja. Du kannst es auch als Singleplayer spielen. Du kannst einfach ein Roleplay-Game sein. Genau, ja. Von daher, das sind so, würde ich sagen, die Key-Features. Aber die Welt steht bei mir schon immer ganz vorne. Das mag jetzt komisch klingen, wenn ich, weil ich ja auch schon öfter gesagt habe, dass ich lange WoW gespielt habe. Ja. Die Grafik ist jetzt ja auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Aber die ist weit weg von zeitgemäß. Genau, aber die haben es trotzdem hingekriegt, finde ich, eine sehr abwechslungsreiche Welt, die sehr mächtig und groß ist und dadurch einfach spannend da einzutauchen, zu gucken. Aber du bist dann auch, du kennst dich auch mit der Lore von WoW dann recht gut aus. Da muss ich sagen, ich... Oder klickst du dann auch hier einfach schnell? Genau, also die Questtexte habe ich am Anfang immer noch gelesen, irgendwann dann auch nicht mehr, ja. Weil ich halt lieber die Zeit zum Level-Progress nutzen wollte. Mhm. Und das Ding ist, ich raff nicht, wie manche Leute in WoW sich so gut in der Lore auskennen. Die müssten irgendwelche Bücher oder irgendwie Kram noch drumherum gelesen haben oder wirklich alles in-game gelesen haben. Aber die sind trotzdem immer noch schneller im Leveln als ich. Also ich, nee, in so MMOs verpasse ich immer super viel von der Lore, muss ich sagen. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, du bist der Typ, der sich damit mit der Lore dann ein bisschen auskennt. Ja, irgendwie... Ja, aber du hast einfach valide Punkte. Genau, also in einem Fallout und so nehme ich ja auch alles mit. Ja, ne? aber da wird ja auch alles vertont. Genau, was ja. Alles einfacher macht. Aber dann lese ich Bücher und sowas. In Skyrim habe ich fast jedes Buch, was ich gefunden habe, auch gelesen. Also da habe ich Bock da drauf, weil da habe ich die Zeit dafür. Da habe ich nicht so diesen Druck, ey, die Leute leveln mir davon. Mhm. Das ist irgendwie was anderes, aber in einem MMO habe ich das nicht so stark. Ey, ich finde Vertonung in Spielen schon sehr wichtig. Das stimmt, ja. Auch wenn du... manchmal dann Texte schneller liest, ist es dann halt ein bisschen angenehmer. Du hörst dann eine Stimme, die dann die Immersion halt. Mhm. Und halt nicht nur... Stimmt, Immersion ist ein wichtiger Punkt. Bei mir kommt noch dazu, dass ich schon ein bisschen lesefaul auch bin. Also ich bin jetzt nicht einer, der einen Roman pro Woche liest oder so. Deswegen, wenn ich ein Videospiel spielen will, will ich auch ein Videospiel spielen und kein Buch lesen. Mhm. Deswegen ist das eigentlich meine Aussage mit den Skyrim-Büchern ein bisschen Quatsch. Ich weiß auch nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Nee, aber da fand ich offensichtlich das alles interessant genug, um mich, dass es mich motiviert hat, komm, strengst du dich halt mal an. Wenn du schon im Deutschunterricht immer irgendwie gepennt hast, dann komm, jetzt liest du mal das Skyrim-Buch. Dann liest du mir das Skyrim-Buch. Auch nicht schlecht. Ja, also, bei mir ist es gerade... Was soll ich sagen? Ich reite gerade in der Stadt von einer Fetch-Quest zur nächsten, einen Dialog zum nächsten. Also, ja, ich sag Bescheid, wenn du es großartig ist. Okay, wenn was Spannendes ist, springen wir zu dir rüber. Ansonsten, ich muss noch drei blaue Tränen sammeln und dann hoffe ich echt, dass ich dieses Gebiet verlassen kann. Und dann könnte ich da nicht einfach die Quest annehmen, um auch in eine Stadt zu kommen? Wobei, dann bin ich ja auch nur in der Stadt, dann können wir da ja wahrscheinlich immer noch nichts Gutes zusammen machen. Wir können ja vielleicht gemeinsam die Quest machen, die einer von uns dann hat. Hauptsache, du kommst erstmal in die Stadt. Ich verstehe halt auch nicht, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, in diese Stadt zu reisen, ohne dann überhaupt wieder zurückreisen zu können. Ja, das stimmt. Das ich kann ja zurückreisen. Ja, geil. Okay, dann bleib einfach am besten, wo du bist. Ja. Weil ich glaube, jetzt bald... Ja. Achso, was? Ich muss noch 5 dieser Anhänger und dann noch 3 Tränen. Okay. Okay, nur noch eine Träne. Was ich mich gerade frage... Oh! Okay, wir können kurz bei mir reinschalten. Ja, genau, lass mal rüberspringen, das sieht super interessant aus. Oh, du hast das Luftschiff repariert, ne? Davon war nämlich schon mal die Rede. Ja, also bei mir ist gerade so eine Open. Ich habe jetzt eine Weltkarte. Cool. Ich frage schon, die sieht auch nicht schlecht aus, die sieht richtig gut aus. Ja. Also es ist nicht nur eine leere Karte, sondern es ist eine richtige 3D-Map. Schön gerendert. Auch lebendig. Oh, ich sehe auch andere Spieler. Moment. Ich kann das Luftschiff hier sogar lenken. Das ist ja wirklich, in Final Fantasy 9, genau, da gab es doch dieses Luftschiff, mit dem man über die... Okay, jetzt muss ich aber gucken, wo ich hin kann. Oder hin möchte. Ist interessant. Also ich kann natürlich in die Stadt, da wo ich herkam. Nach, Akkulade. Schön. Jetzt eine Akkulade. Oder wo oder bist du? Oder wenn dein Handy eh leer ist, was machst du? Akkulade. Ja, Akkulade. Also, was ist ein Feld... Hamptoner Landstraße, bist du da? Guck mal gleich auf der Map, wo du sofort bist. Ich muss ganz. Ey, ich flieg vorbei, ich komme mit meinem Luftschiff vorbei und hol dich ab. Falsch. Ja, das wäre natürlich super. Das wäre nice. Ja, dieser Gegner noch, dann gucke ich auf die Map. Aber ich muss leider sagen, es ist gerade cool, aber ich brauche trotzdem irgendwie eine Map zu übersichten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Wir sind ja noch in einer Gruppe. Sehe ich dich hier vielleicht schon mal irgendwo? Geh mal ganz kurz raus. Genau, du bist dort und ich werde nicht angezeigt, weil ich in irgendeinem... Du bist irgendwo im Norden. Ach so, aber das ist ja, du meinst ja, ich komme danach hier runter. Ja, genau. Und du bist... Ah ja, dann komme ich dahin, wo du bist. Herzlichen Dank. Ja, dann musst du eigentlich nur warten. Ich warte ab. Jetzt müssen wir nur kurz gucken. Ich muss hier Erlöseranhänger besiegen. Aber das ist verderbter... Wo sind die denn überhaupt? Da. Nee, das ist ein Priester. Ich würde sagen, du versuchst da erst im Gebiet rauszukommen. Wir gehen in die Werbung und hoffentlich sind wir nachher dann wieder... Oder nicht wieder, hoffentlich sind wir dann zusammen irgendwo auf einer Map zu sehen. Das habe ich auch. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir hoffen gerade, dass wir uns finden immer noch. Ich bin gerade mitten im Fight gegen hier zwei Leute, die ich killen muss in der Fetch-Quest. Und Wirt, also ich würde gerne mal ganz kurz zu dir rüberspringen, weil du hast gerade das abgestürzte Raumschiff, mit dem ich ja eben abgestürzt bin, bei dir gefunden. Das sieht man da unten. Ja, ich guck mal, ob du da bist. Kann ich ranzoomen. Das wäre natürlich Next Level. Ja, das wäre Next Level. Ich sehe da einfach, wie die Leute herumschnitzen. Ja, Star Citizen war gestern. Alter, das war schon krass. Kingdom Under Fire macht jetzt alles grenzenlos. Nee, das ist ja, finde ich auch in einem MMO absolut okay, wenn es instanziert ist und sowas. Mhm. Ja. Das macht dafür auch einfach absolut Sinn. Ich muss gerade gucken. Wir wissen halt nicht, in welchem Gebiet du gerade bist. Und ich habe hier nur 3 zur Auswahl, wie ich sehe. Also ich habe Neuhamptoner Landstraße, die Burg Tolford und Akkulade. Ja, genau deswegen ist, glaube ich, echt smart, wenn du kurz nichts machst, ja, weil sonst riskieren wir, dass du wieder in einem anderen Gebiet bist. Mhm. Ich gebe hier gerade alle meine Quests ab und hoffe wirklich, dass ich dann hier aus diesem... Auf die Burg von Akkulade sprecht mit... Akkulade. Das klingt ja wirklich wie Akkulade. Akkulade? So genau, ich reite hier gerade rum und muss wieder zurück hierhin offensichtlich, um eine Quest abzugeben. Ich muss sagen, mir gefällt ja auch echt eine Menge, aber was ich wirklich als Designentscheidung nicht so ganz verstehe, ist, warum kann man sich erst so spät treffen? Warum wird einem das durch diese Gebiete so schwierig gemacht? Also, ja. In den meisten anderen MMOs bist du schon gleich kannst du ja mit Level 1 sofort zusammen reinstarten und so. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen cooler, weil dann hat man halt nicht so, gerade auch wenn man berufstätig ist, da muss man sich irgendwie mit seinen Freunden verabreden. Ja, ich schaff, versuch du schon mal nach Feierabend weiterzuspielen, damit wir uns irgendwie dann um 23 Uhr gut treffen können und so. Ist ein bisschen suboptimal. Ja, ich find's auch immer ganz cool, wenn gemeinsam gerade ein Account erstellt wurde, dass man dann auch direkt reinsteigt. Und dann gleich, wie soll ich sagen, jeder sein eigenes Tutorial hat, das ungefähr 20 oder eine halbe Stunde geht. Ja. Kommt drauf an, welche Klasse man hat und dann trifft man sich dann wieder in der Startwelt und das wäre optimal. Oh, drück M, um das Kartenfenster zu öffnen. Und ich kann jetzt hierhin nach Akkulade. Nein, Computer sagt nein. Ich muss da hin. Ja. Warte mal. Achso, nicht, soll mich erstmal ein bisschen. Okay. Neuhampton? Ist es Neuhampton? Habe ich das gerade richtig gesehen? Habe ich das richtig gesehen? Warte, ich sag's dir erst, wenn ich da bin. Kurz nochmal auf die Karte gucken. Ne, das ist ja immer noch hier. Oh. Ach krass! Guck mal, man kann auf die Map drücken. Oh. Und dann läuft er da automatisch hin. It's the future. Mit dem Pferd ist das schon praktisch, dann kann man mal eben. Aber ich glaube, das ist nur Hemdner Landstraße, ne? Warte mal, wo? Da, ne. Guck mal auf der Map. Burg. Neuhampton. Ja, Neuhampton Landstraße. Eine Landstraße habe ich aber nicht. Ich habe Angst, dass es das nicht ist. Warte mal, aber ich müsste doch fast, wenn er mir jetzt schon erklärt, wie ich mit diesen Kristallen interagiere, muss ich doch nur noch wahrscheinlich hier die Quest abgeben. Weil du meintest ja, irgendwann komme ich auch da raus. Ja. Wehe, ich muss hier noch irgendwas für euch fetchen, Leute. Selena steht direkt daneben. Ja. Ach da. Da ist noch eine. Wieder. Die Silvia. Die Silvia. Der ein bisschen wie Prinzessin Zelda aussieht. Oh, mein Inventar ist voll. Okay. Ja. Oh. Ja, rüste dich mal hier mit einigen neuen Sachen aus. Da sehen wir es auch gerade.
dort, wo es orange steht, einfach mal auf Koreanisch noch. Ja. Aber was ich mich gerade frage, ist, woran sehe ich denn jetzt, was wirklich besser ist? Wenn es Pluspunkte sind, ist es besser, glaube ich, wenn es grün ist. Würde ich eigentlich auch. Dann kannst du mit der rechten Maustaste dann ausstatten. Und Achso, nicht zweimal drücken. Nee, nur einmal kurz mit der rechten Maustaste. Mal, ich guck, das ist noch grün. So. Wirf dann einfach die Sachen weg. Genau, das schmeiß ich gleich weg oder direkt mal eben. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir sehen uns gleich. Ich auch. Endlich mal. So, ich muss kurz jetzt die Belohnung annehmen. No, I haven't. Who came at a time like this? How are you? Welcome. Such a rookie mistake. What do you want me to do? Bereits Belagerung? Was für eine Belagerung hast du mir nicht erzählt? Ich lande jetzt mal auf neue Hemdener Landstraße. Nein. Ich habe das Gefühl, ich kann auch wieder wegfliegen. Es ist, ich habe doch ein Luftschiff. Ja, aber eben war das auch so. Ich schaue jetzt mal in die Stadt. Und ja, hast recht. Man weiß ja nicht, was dann da... Plötzlich bist du in einem Weltraumkampf oder so. Ich weiß nicht. Bei dem Spiel kann ich mir das jetzt alles vorstellen. Ja, wirklich. Man hat ja schon fast alles gemacht. Yes, Einheiten ausbilden. Good luck. Genau. My mercenary group in that business. I'm on duty. Yes, Captain? Da kommt noch eine Echtzeitstrategie drin. Ja, war das so? Ich weiß es gerade nicht. Hoffentlich. Glory to Persia. Have a good day. This way this time? Okay, what? The elves are my friends. Was denn? Ich glaube, ewig weit weg. Burg Neuhemdenstadt. Ah, oh, du musst die Burg wieder erobern. Aber guck mal, da reite ich jetzt völlig alleine hin. Ja, direkt dorthin. Guck mal, die Burg, das ist die hier. Auch bei mir auf der Map. Ja. Ich glaube, da muss so ein Pferd runter. Ah, können wir nicht von der Gruppe auswählen. Shit. Ich bin raus. Da muss ich noch die Einheiten hinzufügen. Einheiten aufstellen. Ganz unten links. Da, ja. Okay. Ja, okay. Komm, motivieren. Euer Gold. Das ist 16 Gold. Ach, komm. Dafür werden sie motiviert. Ja, für 16 Gold, dann werden die Soldaten dann motiviert. Kann man machen. Okay, jetzt müssen wir das schnell einnehmen. Wir müssen die Burg einnehmen. Ja. Aber schnell interessant mit dieser... So, World Map. Das mit dem Luftschiff finde ich super cool. Ja. In irgendeinem Dialog, den ich nicht so schnell weggeskippt habe, habe ich schon mal gehört, ey, es gibt ein Luftschiff, das könntest du reparieren, aber das dachte ich, wäre es halt irgendjemand, von denen ein Luftschiff hat oder so. Ja, ich hätte mir das nicht so cool vorgestellt. Ich dachte, das wäre halt eine alternative Schnellreisefunktion, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das direkt steuern kann. Ist halt eigentlich auch die Frage, ich bin noch gespannt, wofür man es dann letztendlich braucht, weil man kann ja schnell reisen, man kann reiten. Was erspart einem das nun wirklich? Es sieht cool aus. Er sieht cool aus, ja. Man kann ein Fahrzeug steuern. Ich bin immer großer Fan, wenn man irgendwelche Fahrzeuge... In Spiel, wo man keine Fahrzeuge steuern... Wo man denkt, man kann keine Fahrzeuge steuern. Ja, genau. Noch viel cooler. Ja, ich kann das gut verstehen, dass man... Überspringen wir schnell. Achso, ja, stimmt. Dass man Sachen machen kann in Spielen, wo man es nicht erwartet. Ja. Das ist immer das Beste, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Mhm. Oh, das sind jetzt ja schon einige hier. Cool. Ach ja, es beginnt die Belagerung. Ah, den kennen wir ja. Hüa! Jetzt kommen tausende Pferde raus. Ach, das kann ich gar damit losfahren. Hier war die Belagerung, ich dachte, die war früher. Drücke 1, um deine Fähigkeiten einzusetzen. Hab ich schon. Mehr Feuerbälle. Mehr Feuerbälle, Junge.
mache. Wie oft kann ich das denn einsetzen? Das hat keine Abklingzeit offensichtlich, oder? Nein, ich muss Spam! Jedes Mal neu drücken, so ist das. Ja. Achso, ich muss schon noch abwarten, bis der schießt. Sonst starte ich das immer neu, glaube ich. Cool. Belagert. Können wir jetzt wieder einen nassen Schlag? Sieht man auch hier, geht ein bisschen jetzt die Spray-Man. Mega wuselig. Ja, ist sehr wuselig. Beim F1 kann ich dann die Soldaten, glaube ich, hinschicken. F2 nochmal mit dem Bogenschützen draufzimmern. Ja, die haben jetzt eine andere Fähigkeit, das sind jetzt keine Feuerpfeile, ne? Ja. Also, was ist denn da los? Aber guck mal, ich bin jetzt gesperrt. Bei einer Belagerung kann man nicht in den Action-Modus. Hab ich versucht. Okay. Sagt ihm, die sollen mal alle hier hinkommen. Aber diese F1-Einheit ist offensichtlich schon hier. Rennt hier auch völlig durch, obwohl ich nicht gesagt habe. Die rennen einfach durch. Die rennen einfach. Die ignorieren einfach alles. Voll, die wollen auch, dass wir uns treffen. Die rennen einfach durch alles durch. Schnell, 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 schnell. Meine ganzen anderen, die hängen noch hier hinten rum, oder was? Aber die kann ich eben. Kann ich zum Beispiel nicht mit F4 wie eben alle auswählen und hier. Muss ja alle eins auswählen, ne? Mit F1, F2, F3. Genau, aber das sind immer nur diese Grüppchen, die hier schon unterwegs sind. Also die haben nichts mit mir zu tun. Nee, die blauen gehören nicht dir, nur die grünen. Ach, die werden von Glenn oder so dann gesteuert, wahrscheinlich, ne? Ja, verstehe. Können die schon mal mehr reinkommen, finde ich. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass die blauen Truppen einfach komplett ignoriert werden von vielen. Ja. Die rennen einfach rein, ja, jetzt bin ich. Oh, und die hängen da jetzt auch einfach so rum. Ja. Bogenschützen sind hier so ein bisschen. Oh, es geht los. Jetzt beginnt die Action. Wackel, wackel. Take your troops and follow Vert. Dreamman troop is waiting. Your Bowman troop is. Nimm deine Truppen mit. Achso, kann ich ja mit C machen, hab ich gerade ganz vergessen. Bewegung. Das ist so cool. Finish him. Ich finde es süß, wie ich es übersetzt habe. Schlussangriff. Oh ja. Teilweise echt ein bisschen unübersichtlich, dass ich mal mich neu orientieren muss. Ja, wo sind denn jetzt wieder Gegner? Und wer sind eigentlich die Gegner? Klar haben die blaue und rote Pfeile, aber ist trotzdem ein ziemliches Gewusel manchmal. Ja. Aber das war ja bei Dynasty Warriors und Kroni anders. Die sind noch unübersichtlich. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich müsste ich jetzt auch ein bisschen was mit meinen Truppen noch parallel machen. Komm, sollen wir mal hier helfen? Wobei, eigentlich habe ich denen ja mit C gesagt, dass sie mit mir kämpfen sollen. Die kämpfen ja auch mit. Genau. Die brauchen halt nur ein bisschen länger. Die haben halt nicht so ein großes Schwert wie du. Aber die Bogenschützen machen das dann auch, ne? Also C heißt wirklich, alle helfen mir jetzt einfach. Da kommt jetzt ein Gebäude rein. Bisschen Zahn zulegen. So, wie es geht. Stolp. Yeah.
halten jetzt alle auf jeden Fall mehr aus. Benutzt den Schlussangriff. Oh, ist nicht mehr da. Ja, ich verpasse den manchmal. Ganz schön viele verschiedene Dinge auf jeden Fall tun. Schlussangriff. Stand da gerade wieder, ganz kurz jetzt. Steht er doch. Da, ja. Ja, mir ist eben aufgefallen, wenn man E drückt und dann aber direkt wieder Maustaste spammt, wird der Schlussangriff auch direkt wieder unterbrochen. Also man muss den auch schon abwarten. Oh, Combo Cancel. Ja. Auch nicht schlecht. Eigentlich ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, schon eine gute Funktion, ja. So. Wo sind denn noch welche? Weil da kam. Ach doch, da kam ich doch durch. War so verbarrikadiert. Kommst du nicht durch? Ja, guck mal, weil auf der Map sind da halt auch noch so Icons, die mir suggerieren, da ist ein spannender Kampf. Aber offensichtlich geht's dann um diese Area hier. Ah ne, die rennen jetzt auch weiter. Die haben nur die paar hier bekämpft. Folge der Meute. Ah, da, guck mal, ein grüner Pfeil. Ich finde es eigentlich doch gut, dass alle unterschiedlichen Speed haben. Guck mal, weil ich bin ein bisschen schneller als er. Mhm. Alle haben echt so unterschiedliche Geschwindigkeiten. Oh, hey. Das ist halt geil. Ich frag mich, ob es im Late Game da so richtig krasse Moves gibt, wo du einfach mal 100 Truppen wegfliegen. Ja. Ich mir schon vorstellen, irgendwie muss das Skilltree dich ja auch belohnen. Ja, das ist ja, du hast auch vollkommen recht. Also, wenn es geile Kombos gibt, wo die Kämpfe dann einfach geil aussehen, dann. Genau, weil das hier ist gerade schon ganz geil. Dass ich ja wirklich diese Massen wegschleudern kann. Und wir hatten es ja auch schon im letzten oder in diesem Video gesagt, wir sind keine Dynasty Warriors-Fans. Ja. Und trotzdem, ist irgendwie schon, macht schon ein bisschen Bock. Und dann das hier dann im Koop oder mit anderen. Freunden genau, wenn ich jetzt hier mit irgendwie vier Leuten oder so rumlaufen würde, und man auch ein bisschen sagt, ey, konzentrier du dich mal auf den Pulk und vielleicht das auch wichtig ist, den wegzupullen von einem oder so, der gerade ein bisschen angeschlagen ist. Mhm. Uiuiui, da habe ich nicht drauf geachtet, dass dieses rote Feld mir suggeriert, geh da weg. Hier schon wieder. Jetzt zum Beispiel? Ja, ich wollte. Ah, jetzt. Aber wie lange es da auch steht. Ja. Und jetzt kannst du wieder rein. Ach, da kommen diese von außen. Wahrscheinlich so Katapultgeschichten. Ja. Ganz genau, genaue Katapulte. Ja. Also sehr präzise alles. Ach, das sind die Kanonen, die direkt vor dir stehen. Ach, die? Die kann ich also vernichten. Ja, vorher laufe ich aber nochmal rein. Ja. Und die stehen da auch so entspannt dran. Die Einheiten. Das ist ja fantastisch. Hä? Die wollen nicht umgebracht werden. Der Finisher sieht aber cool aus. Ja. Ah, jetzt. Irgendwie hat er es eben nicht ganz wahrgenommen. Ja. Ich wüsste nicht, mein normaler Schlag richtet nichts aus. Erst wenn ich das Power-Ding aktiviere. Oh Mann, ey, du schlägst die ganze Zeit drauf, die machen nichts und kippen irgendwann um. Da einfach nur so rum. Ja. Da komme ich nicht hin, ich glaube, das ist die Nerie. Also noch den einen hier wahrscheinlich, so wie es aussieht. Folge ich mal wieder meiner Truppe, die ja eigentlich mir folgen soll, aber die zeigt mir mal, wo es lang geht. Das sind nicht deine. Achso, das sind wieder die von Glenn. Ja. Ja, schon, die ist immer so schlapp. Ja, leider dauert diese Belagerung doch so lange, dass ich befürchte, dass wir uns vielleicht zum Ende noch einmal winken können. Ich werde jetzt einfach mal landen. Ja, genau. Was soll schon? Land doch mal kurz. Können wir mal kurz zu dir springen, damit man sieht, wie das aussieht. Aber wahrscheinlich gibt es da keine großartige Lande. Es gibt keine Animation gerade. Ja, ist ein Ladebildschirm. Aber mal gucken, wo du ankommst. Das interessiert mich jetzt. Ja. Okay. Hier kommst du nachher hin. Wenn du da durch bist. Ach, okay, dann bist du ja theoretisch richtig. Du hast mich ja mit einem Präsent empfangen. Arschtritt-Taste. Genau, hier. Du warst hier oben. Ja. Gehen wir zurück zu Valentin. Da ist noch ein bisschen mehr Action. Ich warte jetzt hier.
Oh, wo irgendwo sind wieder die kleinen Kanönchen. Wo sind sie? Da? Ach, da hinten, ja. Weg, 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 lauf, 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 lauf! Ach, da hat man Zeit. Jetzt richten die sich auch direkt nach mir aus. Schade, dass es keine Animation mit der gibt, wie sie geladen werden, die Kanonen, und wie sie auf dich dann feuern. Ich gehe kurz weiter, weil ich wollte aus diesem roten Kreis raus, den hier wieder zu triggern. Ja, jetzt ist er hier, jetzt finish ich die Kanone. Helfen mir auch meine Buddies schon so ein bisschen. Okay, die ist down. Jetzt zu der hier. Die ist down. Oh, die kann ich shooten. Cool. Und die letzte Kanone. Die Kanonen gehen mir echt ein bisschen auf die Nerven, weil die halt so null herausfordernd sind. Null herausfordernd und brauchen voll viel, bis down gehen. Ja, genau. Wird's halt dreimal, zweimal draufschlagen, finde ich es noch okay. Moment, das ist aber nicht die Stadt, in der du eben unterwegs warst. Nee. Okay. Es kommt der Bosskampf. Es kommt ein ganz großes Ding. Ja? Ja. Lang oder einfach nur groß und cool? Gegner, der sehr viel einstecken kann. Also lang. Diese Marionette. Das kann man nicht mehr skippen. Ah, nee, das kann man nicht skippen. Das Problem ist, er kann viel einstecken. Gibt's eigentlich wieder einen Glenn, der mich heilt? Ja, ne? Ne, jetzt diesmal ein anderer. Maschineninfanterie, was stand da? Oh, bleib schnell wieder weg, bin zu klein. Ah. Nee, Menscheninfanterie, das wäre Quatsch. Okay. Boah, wie schnell ich immer down gehe. Ja. Die müssen mich richtig aufteilen. Aber guck mal, wie viele Leute jetzt um ihn herum. What? Wow. Fäuste aus dem Himmel. Ich will ihn einfach nur schnellstmöglich down kriegen, deswegen mache ich ganz oft meine R-Attacke, weil das bisher immer noch das Stärkste ist. Ja, alle anderen Infanteristen oder Monster sind ja schon erledigt. Ah, ich muss noch wegfinden. Was passiert mit denen? Die tanzen? Nope, die sind alle tot. Hoffentlich nicht der mich die ganze Zeit heilt. Ja, er heilt mich wieder, sehr schön. Jetzt kommen wir einheim. Boah, wie viel steckt der denn ein? Wie viele Stunden hast du denn da gekämpft? Ja, hat schon lange gedauert. Ich gedacht, dass ich so weit vorausgespielt habe. Ja, ich hätte ja auch gerne gestern noch weiter gespielt, aber bei mir war in dieser Mission, wie die wir als erstes gesehen haben mit den ATS-Elementen, leider mehrmals bin ich rausgeflogen wegen irgendeinem Server-Disconnect. Mhm. Und nach dem dritten Versuch hatte ich irgendwie die Geduld verloren und dachte, ey, kommst du mal heute dann. Also wir haben jetzt ja auch coole Sachen gesehen, wir konnten jetzt halt nur nicht zusammenspielen. Ja, das stimmt. Also wir haben so ein bisschen gesehen, was man bei mir noch alles sehen wird und genau. Alles Features, die ich schon gesehen habe, bei dir nochmal noch kurz vorgestellt. Das finde ich ganz cool. Also man merkt halt, da sind so viele Elemente drin in dem Spiel, die einfach nicht normal sind. Also in einem Rollenspiel. Stimmt. Das ist eine sehr sonderbare Kombination. Ich finde auch einfach schön, dass die sich was getraut haben. Also, ja. Ist immer gut, wenn mal was anders gemacht wird. Aber es ist nicht sehr gepolished, muss ich sagen. Das leider eben nicht, genau. Das liegt wirklich halt noch sehr, noch ein bisschen Beta-mäßig. Ja, das hat bestimmt auch damit zu tun, mit dieser langen, schwierigen Entwicklungszeit, dass sie da jetzt endlich vielleicht einfach auch mal rauskommen wollten. Weil, keine Ahnung, noch mal ein Jahr länger. Und wahrscheinlich hätte dann doch irgendwie der Investor gesagt, komm, weil das reicht. Ich weiß es nicht. Das Spiel wird nicht jünger. Nee, genau. Lieber mal einfach rausbringen. Mal
Wahrscheinlich haben die schon den dritten Teil angekündigt. Der ist schon seit 10 Jahren in Entwicklung. Oh Gott. Ich frage mich, ob ich die Sachen besser kontern kann, aber ich habe eben versucht zu blocken und diese Fäuste konnte ich nicht blocken zum Beispiel. Also vielleicht ist es gewollt, dass ich immer mal wieder so wegfliege. Das wäre jetzt gerade halt cool mit dir zusammen irgendwie gegen den, damit er ein bisschen schneller down ist. Mhm. Aber das ist sozusagen immer noch, gehört noch so. Okay. Weil? Und weg ist er. Verdammter Feigling. Trotzdem langer Kampf. Ja, aber ich dachte auch, ich müsste jetzt noch die ganze Leiste darunter ballern. Ich kann mich halt auf jeden Fall daran erinnern, wo es nicht lange her ist. Hätte mich auch wirklich jetzt etwas. Komm, überspringen wir mal. Ja, oh, kann man das? Ja, angenommen, alles cool. Wir wollen es doch sehen. Ja, das hat ein Charakter gelacht? Ja, der hat so. Cooles Mal. Fantastico, nehmen wir diesmal Karte 2. Ah ja, noch ein Schulterstück. Julio. Viel Kleidung hast du ja nicht. Ja. Lettenschutz, Schulterstück und am Kopf was. So, ich hab G gedrückt. So. Mission abschließen. Du kannst deine Einheiten wiederbeleben. Die alle down. Oh, ich hab noch einen unidentifizierten Gegenstand. Wahrscheinlich hast du keinen Platz mehr. Ach ja, komm, dann scheiß auf den. Wir wollen uns ja jetzt gerade mal beeilen. Das Inventar sehe ich dann mal danach in Ruhe nochmal durch. Mhm. Okay, das ist, glaube ich, der Ort, wo ich jetzt gerade bin. Würde ich auch sieht sagen. Schon mal gut aus. So. Na? Der hier bei so Zelten. Nee. Ach man, das nervt ja mit dem vollen Inventar. Jetzt muss ich hier... Guck mal, M. Ja, stimmt. Erstmal auf der Karte. Da oben bist du. Wirklich? Ich lauf hin. Ja, warte, ich lauf dir entgegen. Oder muss los? Und in der Mitte umarmen wir uns. Boah! Warte, ich schick dir noch eine Einladung. Ach ja, stimmt, wir sind ja gar nicht mehr in einer Gruppe. Das ist Kanal 8, ich wechsle mal kurz die Kanäle. Da ist nicht zu lang. Ohne Probleme. Bist du an mir vorbei? Ich habe niemanden gesehen. Und meine Brücke sieht auch anders aus. Meine Brücke sieht auch anders aus. Und bei dir ist böse, böse Rockmusik. Warum spielst du so geile Rockmusik? Aber auch nur kurz. Okay, Ich bin in der Anderswelt. Du bist in der schönen Welt und ich bin in der... Bizarro-Welt. Ja, aber... Hä? Ist das jetzt sowas von Instanz? Ey, das ist doch... Wir haben uns doch auf der Map gesehen. Warum sehen Kanal wir uns jetzt 8. nicht mehr? Also... Wir sehen uns nicht mal auf der Map. Aber wir haben uns aber doch theoretisch eben gesehen, oder? Nein, nein. Ja, wir haben ich hab nur gesehen, wir haben auf unsere beiden Maps geguckt. Warum aber theoretisch sind wir gerade an der gleichen Stelle. Ja, eigentlich schon. Okay, vielleicht ist bei mir storytechnisch nur ein bisschen weiter, weil bei mir sieht es ein bisschen aufgeräumter genau, und schöner aus. Das könnte das Problem sein, dass ich diesen Rockerkampf noch machen muss. Ja. Da reite ich auch noch mal ganz kurz rein. Weil ich glaube, wenn ich da in die Richtung reite, dann träge ich diese Musik. Ja, bei mir sind hier noch Schweine und es sind Kürbisfelder und bei dir sind es Kürbisfelder und Banditen. Alles brennt. Und Musik. Ich hab dir gesagt, Dynasty Warrior Musik, da hast du sie. Geil. Ja, ja das passt aber auch zu. Ja, bei dir ist Schnetzeln. Bei dir ist ein Afterwacken und bei mir ist Vorwacken. Ja. Ja, aber auch mal schön zu sehen, dass die Welt halt ja auch für so Missionen natürlich ein bisschen umgestaltet wird, andere Lichtstimmung. Ja, das stimmt. Schon mal gar nicht so schlecht. Aber ja, es ist ein bisschen noch altbacken. Also, ich glaube, wäre es ein bisschen früher rausgekommen, hätte ich, glaube ich, noch viel, sehr viel Spaß mit gehabt. Im Moment würde ich sagen, das sind so viele Steine, die einen aufhalten, wenn wir sagen, so Stolpersteine. Ja. Aber es sind jetzt keine Gamebreaker. Also, ich finde es halt sehr oldschool, weil er jetzt Bock auf so ein oldschool-Spiel hat. Mhm. Ey, ja klar, ey, da gibt es ja auch einige, die Bock haben auf irgendwie... Ich
meine, ich habe ja selber zuletzt viel WoW Classic gespielt, weil ich Bock auf Oldschool-Mechaniken hatte. Mhm. Aber ich weiß nicht, das hat ja auch nicht ewig angehalten. Also es gibt dann auch aktuell so einen Überfluss an guten Spielen, ja, dass man sich dann genau überlegen muss, natürlich für sich selber, was will ich eigentlich spielen. Aber es ist definitiv ein abwechslungsreiches MMORPG, ja, mit verschiedenen Elementen. Wir haben gesehen, Echtzeitstrategie, Musou, Fetchquest, wir haben eine Weltkarte, die man irgendwie steuern kann. Du hattest eben gerade eine Raumschiffsektion und so. Du hast die Belagerung gehabt, also es sind Omas-Dinger. Also ich glaube, bisher habe ich echt mit jeder größeren Mission immer noch Neues gesehen und du bist jetzt ja nicht viel weiter. Wer weiß, was da noch Neues kommt. Es sind schon mehrere Stunden, also ich habe das Spiel jetzt 4-5 Stunden gespielt. Ja, ja, bei mir sind es dann jetzt wahrscheinlich auch so circa 3-4. Mhm, ja. Also da kommt, glaube ich, noch so einiges zu. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Spiel gefallen hat oder das, was ihr gesehen habt, was euch gefällt, dann schaut euch hier im Link im VOD das, oh Gott, ey. Schaut euch hier den Link an im VOD. Irgendwo da unten müsste es sein. Und ja, schreibt uns, wie es euch gefällt und ja, sehr gerne, wie lange ihr schon darauf gewartet habt. Ja, genau. Vielleicht. Also wann ihr zum ersten Mal davon gehört habt, weil, ja, wie gesagt, das Spiel ist ja schon seit über 10 Jahren in Entwicklung. Und ja. Das war's dann auch, ne? Ja, genau. Hat mir gut gefallen. Wir gucken nochmal, ob wir uns finden danach. Hoffentlich. Ja. Und viel Spaß mit dem folgenden Programm. Wir sind hier erstmal raus. Bis dann, Leute. Alles klar. Ciao.